Moin, moin und hallo! Hier ist der Yano Karozuno mit Let's Play Mario's Amazing Adventure. Und wir gehen weiter in die Waterworks und suchen dort nach dem Secret Exit und hoffen, dass wir in diesem Part endlich den blauen Switch Palace finden. Weil wir den endlich mal benötigen. Hi Gumma, was geht? Das wäre die Missgestalt und hier darf man jetzt wieder auf den auf den Bullet Bill warten, die verketten uns sagen. Safe State, Launch. Ach, daneben. Laden. Jetzt. Jetzt, Mann. Jetzt. Fast. Jetzt. Oder auch nicht. Oder jetzt. Jetzt. Nice. Endlich. Ich dachte schon, wir schaffen es nie mehr. Okay, welche Röhre war das jetzt, niemand rein konnte? Das war doch hier so irgendwo eine. Die Feuerblume hätte ich gerne, die da oben in der Box ist. Gib her. So. Macht wieder einiges leichter, können wir wieder Gegner verbrutzeln. Nach oben, nach oben. Und die Röhre. Safe State, falls sie uns nichts bringt. Diese bringt uns auch in die Waterworks. Okay, was ist hier links? Nichts. Okay. Hier fließt Wasser überall. Ich liebe diese Sprites von Yoshi Island, die sind Hammer. Besonders Yoshi Island ist auch so ein tolles Spiel. Aber ich glaube, ich hätte nicht die Nerven, um das... Da kann ich nicht rein, oder bin ich einfach zu fett? Lol. Ein kleiner Sprung. Okay, ich passe. Da ist der Schlüssel. Das heißt, hier ist doch der Secret. Hupacha! Okay, wir brauchen ein Sprungbrett. Oder... Nein, den Cooper reicht mir auch. Komm nur mal du her. Wir nutzen die Spielmechanik aus. Fuck! Hier ist doch schon einer. Das heißt, wir klauen mal den seinen Panzer. Safe State und Shell Jump. Shell Jump. Shell Jump. Geht doch. Nice. Wo ist das Schlüsselloch jetzt, ist die Frage. Das ist wie eine Tür oder so. Das Schlüsselloch ist schon mal nicht. Wo ist das Schlüsselloch? Verrat es mir, Spiel. Das ist eine Tür. Da ist ein Sprungbrett. Das braucht man für den Schlüssel eigentlich. Brauchen wir hierfür noch was. Und wir können über Wasser rennen, daran kann ich mich erinnern. Wenn wir schnell genug sind. Okay, dich hören wir gleich wieder. Fuck. Ich will nicht meinen Schlüssel jetzt da oben verlieren im Rewind. Fuck, so weit kann ich nicht rewinden. Fuck. Ich bin an... Arsch, wenn der jetzt nicht mal genügend Speed hinkriegen würde mitten. Woher war der... Okay, war der Safe State. Machen wir das nochmal. Zack. Safe State. Gehen hier hoch diesmal, anstatt unten lang. Und gucken, ob hier Schlüssel noch irgendwo ist. Nicht runterfallen. Erst oben alles. Oh, da ist es. Okay. Abgeschlossen, Waterworks. Und hoffentlich kommt jetzt endlich der blaue Switch Palace, weil ich nur noch die... Yes, der blaue Switch Palace. Factory, Fabrik. Los geht's. Safe State. Es ist ein Schloss. Okay. Ein Switch Palace Schloss. Okay. Das wird diese tolle Musik. Und ich weiß immer noch nicht, von was die ist. Ich glaube von... Nee, nicht von Banjo-Kazooie. Und dieser, Boo und dieser... Die Sonne da haben neue Sprites und die sehen echt. Der Boo sieht toll aus, ernsthaft. Dieses kleine Gesicht passt extra zu ihm. Ja, extra. Ich meine, das passt total zu ihm und nicht extra zu ihm. Das ist unlogisch. Und der sollte, glaube ich, am Leben bleiben. So. Safe hier. Und. Eins. Nochmal. Und ein Wunder, dass die Kettensäge mir da gerade keinen Schaden gemacht hat. Ich war eigentlich mit dem Kopf direkt drin, aber hey, unsere Mütze ist OP. Nice. Wir kriegen Leben. Nice. Was soll ich dazu noch sagen? Das Spiel mag uns gerade richtig. Und das war jetzt nur für Leben. Okay. Safe State. Zack, zack. Hallo, du da, von dem ich den Namen immer noch nicht weiß. Und das ist bis jetzt echt leicht. Okay. Das wird... Verdammt. Oh, scheiße. Genau diesen selben Aufbau hatten wir schon mal in einem Schloss. Dann kann ich mich erinnern. Zuerst rechts lang. Eine Röhre. Dann zuerst nach oben. Wupp. Okay, das ist nichts. Das Wasser beschleunigt mich instant. Da konnte ich gerade nichts kontrollieren. Und das war gebuggt. Lol. Fuck. Wupp. Safe State. Wuppadu. Eine Röhre. Und Buhus. Und ein Schlüssel, bitte. Nee, nicht Schlüssel. Power-Up, verdammt. Jetzt komme ich mit den Wörtern schon wieder durcheinander. Hier ist nichts, das heißt, da braucht man bestimmt was. Und diese Sprites sind wieder aus dem Fake Mario 2. Hier mal ein P-Switch. Ah, ich sehe, was wir hier machen müssen. Komm mal du da oben runter.
Jetzt reiten wir ihn ein Weilchen. Und das Reiten war nicht zweideutig gemeint. Wir spulen vor. Wie schnell er sich immer bewegen kann, ne? Unglaublich. Und das war knapp, da hätte ich kurz warten müssen. Und vorgespielt klingt die Musik echt toll. Also klingt sowieso toll, aber vorgespielt klingt sie noch interessanter. Und da ist das, was wir suchen. Das Vieh kann das nicht triggern, finde ich gut. Oh, das war knapp. Da hat man schon die Latzhose von Mario weggucken gesehen. Geisterhaus-Brides, also Background, okay. Und dieser Frump hat die Grafiken von Super Mario Bros. 3. Also die Sprites, nicht die Grafiken. Wo ist der Unterschied? Der Podovo hat mir kurz Angst gemacht. Ich dachte, er trifft uns. Hier runter und... Lol. Nimm mal mit. Können wir ihn bestimmt irgendwo gebrauchen, um das Spiel ein bisschen wieder zu verarschen. Safe State. Dieses Spike-Ding kotzt mich langsam echt an. Weil ich mich fast immer treffen lasse. Gerade eben war eine Ausnahme, wie man gesehen hat. Wer den Knall gerade gehört hat, habe ich aus Versehen gegen die Ablage meiner Tastatur gehauen, weil ich mich an der Nase schnell kratzen musste, aber schnell wieder zum Controller greifen musste, weil natürlich da gerade Monster kommen mussten. Safe State hier. Und... Stopp mal. Leute, die kann man doch eigentlich mit einer Shell töten. Fuck. Müssen wir, ob ich das noch kann. Ja. Zu knapp. Na doch, dann warten wir halt. Safe State. Münze. Münze. Okay, lohnt sich gar nicht. Was machst du? Achso, der ist für das jetzt hier. Oder auch nicht. Wartet. Wie weit geht das? Ach, du bist da, okay. Da brauchen wir den wahrscheinlich nicht. Und warum springe ich da mal wieder rein? Safe State. Da ist ein P-Switch. Und hier brauchen wir einen P-Switch. Da ist ein Disco-Cooper, aber den sieht man nicht Disco, weil... Ja, Sprites sind so verändert worden. Den brauchen wir vielleicht sogar. Ja, den brauchen wir. Ne, den müssen wir mitnehmen. Ich habe keinen Plan. Wir nehmen ihn einfach mit. Komm mit. Nicht aus dem Bildschirm raus, sonst verschwindest du. Den nehmen wir mit. Oh, okay, nevermind. Puh, bitte sei der Ausgang. Ein Bosskampf schon wieder. Und wieder Buu. Das wird langsam echt langweilig. Also, da hat sich nicht viel Gutes. Ein Schlüssel. Lol. Kann man hier mit dem Schlüssel etwas Schaden machen? Oh, ja, okay. Und jetzt habe ich keine... Oh, ich habe den Gumma noch, okay. Der Buu-Kampf war ein bisschen ausgeklügelter, der war interessanter. Aber er war trotzdem zu leicht. Er hat eine Tür gespawnt, ernsthaft. Switch Palace geschafft. Ich liebe dieses Lied. Es ist so toll und ist nostalgisch, denn ich mag dieses Spiel, wo es leider herkommt. Und warum war da ein Leider in meinem Satz? Ich kapier's nicht. Und bevor ich aufhöre weiter, damit ich aufhöre weiter zu singen, gehen wir lieber schnell raus. Sonst wird das hier noch zu schlimm drin. Und wir haben endlich die blauen Switches, steht da. Puh. Es regnet Switches. So, jetzt können wir endlich speichern und... Dingens machen. Hier, die Eiswelt, auf die ich mich schon eigentlich so gefreut habe, weil die so toll aussah, vom Design her. Jetzt haben wir den roten und den blauen. Fehlt noch der gelbe und der grüne Switch Palace und dann können wir auch endlich Dingens machen. Den Molten Volcano, den Secret Exit dort. Okay, und jetzt gibt's die Blue Passage endlich. Wuhu. Oh, das war aus Versehen. Rewind. Weil in dem Level ist ja eingebaut, dass wenn man links die Wand berührt, dass man dann wieder rauskommt für die Leute, die noch nicht den Switch Palace besitzen. Und deswegen darf man nicht die grüne linke Wand berühren. Und was zur Hölle sollst du darstellen? Ich glaube, das war ein... Keine Ahnung, was bist du? Bist du ein Koopa oder so? Ich weiß nicht, was das für ein Art Monster ist. Und da ist ein... Dinge. Kannst du mal bitte dich wieder aufstellen und hier hochkommen? Ich Oh, Fußball. Ich hasse. Das Lied wird immer toller. Und mir sympathischer. Oh, ein silbernes P-Switch. Vielleicht brauchen wir den. Und warum rutschen wir auf den Wolken? Okay, ist teilweise logisch, weil Wolken bestehen ja aus. Okay, warte schon, das kann nicht gut gehen. Was ist hier hin? Der Tod. Ich bin verwirrt. Wo brauchen wir dich? Ich werde Sprung behalten. Auf Eis ist ein Double Grab echt scheiße.
Ah, das sieht schlecht aus. Auch. Okay, es sieht richtig gut aus. Hutscha. Oder auch nicht. Stopp mal bitte. What the? Der sieht gut aus. Nimm doch mal die scheiß beiden Dinger auf. Das ist doch nicht so schwer. Das sieht fast richtig schlecht aus. Jetzt aber. Ach, egal, scheiß mal drauf. Wir brauchen eine Sprungwelt eh nicht mehr. Kann man einer darüber? Nope. Okay, dafür brauchen wir es. Und vielleicht kriegen wir sogar ein Leben zusammen bei den silbernen Münzen. Aber eher unwahrscheinlich. Und zack. Und zwar immer die Musik selber. Waschbärenkostüm. Gumba, deine Tage sind so gezählt. Ich kick dich herum. Mann, bin ich dumm. Oh boy, bitte, nie wieder. Diese Musik, ich liebe sie zwar, aber sonst höre ich nie wieder auf mit dem Singen. There are a couple of challenges in this room. One use the Goomba, two of... Toll, ich hab den Goomba gerade gekillt. Two of is good, three round top blocks up pits. Okay, hier. Dieser Raum ist voll mit, Herausforderungen. Erstens, du brauchst den Goomba. Zweitens, den Schalter ausgeschaltet zu haben ist gut. Drittens... Round-topped blocks up pits. Umrundete Blöcke sind Schluchten. Okay. Und weil wir schon den Goomba gekillt haben, sind wir ein bisschen am Arsch. Ich hoffe, der... Nein, ich habe mir komplett ausgelöscht. Also bin ich ein Idiot. Wir werden ihn schon nicht brauchen. Also, wir haben ein Waschbärenkostüm. Vielleicht können wir auch das hier nutzen. Warum? Jetzt bin ich verwirrt. Wir nehmen mal so einen Block hier mit. Als Goomba-Ersatz. Oh Gott. Ich bin verwirrt. Gibt's denn die Reset-Door oder so? Reset-Door? Die Röhre vielleicht? Yes. Und wo komme ich jetzt raus? Ah, ich komme wieder raus. Okay, sie ist gleich jetzt Reset verwendbar. So. Gumba, die brauche ich. Und den Kostüm nehme ich gerne nochmal. Zack. Was ist da oben? Was brauche ich den denn? Achso, den P-Switch aus. Fuck that shit. Blöder Goomba. Gib mir mein Kostüm. Wupp. Und ich hoffe, das war jetzt richtig, ihn hier gedrückt zu haben. Warum erreicht das Ding nicht das, was es soll? Brauchen wir die Cooper Shell hier? Die kann das nicht zerstören, tolles Ding. Dann brauchen wir dafür unsere, hier, Waschbärenkräfte. Okay, die Cooper, doch die Cooper hätte es ja machen können, wir haben hier Dingens. Und da ist das, was wir auf off stellen müssen, endlich. Zack, 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 zack. Mach den Scheiß weg. Gut, auf off. Aber sitzen bleiben. Den Goomba brauchen wir, glaube ich, nicht mehr jetzt. Dich nehmen wir jetzt, um hoffentlich zum Ziel zu kommen. Und der Block ist verpufft. Nein, ich habe ihn gemacht. Er war so schön und hat geglitzert. Ah, Glitzer. Wir brauchen den silbernen P-Switch, der da oben ist. Sollte nicht so schwer sein. Aber es war wirklich nicht schwer. Ah, ist das das Ziel jetzt? Ich habe Musik. Ich werde raus... Runter hier? Oh, hier ist das Ziel. Da. 19, okay, ist eine schöne Zahl. Und ein Bonus-Game, was wir eigentlich nicht brauchen, weil... Ich verwende sowieso die Resave-Sets und Rewinds. Wo haben wir denn den Stern? Hier, okay. Ah, ich habe schon natürlich... Ah, okay, mit Waschbärenkostüm ist das nicht möglich, wenn man so langsam fällt. Ah, doch, es geht teilweise, aber... Ist schwer zu timen. Ach, da ist ja noch einer. Den kriege ich im Flug. Watcha! Oder auch nicht. Oh, und wow, fast alle Sterne. Das hätte ich nicht erwartet. Gib mir Leben. 5. Wow, das ist eine Zahl. Wuhu. Und wir haben das Geisterhaus jetzt nächstes. Und wie heißt das? Frost Facility. Jetzt muss ich kurz überlegen, was Facility hieß. Anlage? Nee. Irgendwas mit eingefroren und Facility. Ja, tolles Ding. Ich glaube, das ist jetzt aber auch schon wieder das letzte Level in dem Part. Mal gucken.
Und das Design ist herrlich. Ich kann nichts dagegen sagen. Ich glaube, das sind für Metroid Sprites. Warning, do not touch the water here. You will freeze to death. Okay, das hier. Also Warnung, fasse nicht das Wasser in diesem Level an. Es wird dich totfrieren. Okay, oh, die lebt noch. Darauf hätte ich achten sollen. Da oben ist eine blaue Münze. Roll. Okay, tun wir erstmal das hier alles. Das ist wie eine blaue Münze. Sag kurz, das ist so ein Level. Die kann ich nur schmelzen. Oh fuck. Das war ein Mancher. Was ich gerade sagen wollte, hoffentlich ist es nicht so ein Level, wo man hier 9 rote Münzen oder so blaue Münzen sammeln muss, um das Ziel öffnen zu können. Weil solche hasse ich in Hex. Und ich komme damit nicht klar, dass alles blau ist. Das ist verwirrend. Der Pilz ist so cool blau gefärbt. Das sieht toll aus. Eine Münze? Ja, keine Ahnung, wie ihr hieß. Ich vergesse das immer. Pidgeys oder so. Ach nee, ist das ja Taubsi auf Englisch. Verdammt. Oh boy. Ein bisschen Dschungel mit euch. Ich nehme mal ein bisschen mit. Okay, Feuerblumen habe ich echt gerne. Hopp. Okay, da haben wir einen fallen lassen. Scheiß drauf. Ich weiß gar nicht, was wir mit der tun müssen. Also ich glaube, ich weiß das. Aber Sprungrad hätte ich auch gerne. Und diese tollen blauen Sprites sehen awesome aus. Okay, vielleicht brauchen wir erstmal Sprungbrett. Gucken wir mal. Für hier hinten bestimmt irgendwo. Kann ich mal? Danke. Danke. Okay, hier brauchen wir das wahrscheinlich um... Keine Ahnung. Lol, nicht dein Ernst. Das lasse ich nicht gelten. Das Vieh von hier jetzt der Schuss bis dahinter ging. Stopp mal. Und... Whoop. Schaffen wir das? Yep. Wir dürfen das blaue Wasser nicht berühren. Das ist tödlich. Es ist arschkalt. Und da ist eine Röhre. Ich hoffe, ich gehe den richtigen Weg. Ich habe keinen Plan. Da ist ein P-Switch. Und dafür war das Sprungbrett, oder wie? Okay. Na, Sprungbrett. Dafür war der P-Switch. Dann bin ich verwirrt. Hi, Schack. Fuck, Schack. Gib mir mein Blatt, damit ich zum Waschbären werden kann. Und die sehen echt Hammer aus, alle im Blau. Und da ist der Ausgang. Und bitte sei der Ausgang des Levels. Komm schon. Wir landen auf... Oh nein, nicht dein Ernst. Stopp mal. Ja, mit Feuerblumen ist das eigentlich angenehm. Dadurch können wir uns nicht selber töten, indem wir die Blöcke wegschmelzen. Und die sind rutschig auch noch gemacht. Das ist unfair. Tachchen, Koopa, wie geht's? Ich schwimme hier ein bisschen rum. Hi, Schack. Ja, und da tut der Kopfschütteln versinken. Auch ein tolles Hobby bestimmt. Und hoffentlich ist das jetzt endlich der Ausgang. Yay! Und hoffentlich hat es kein Secret, weil sonst würde ich abkacken, da noch mal reinzugehen müssen. Und das war mir das unlogischste Deutsch ever. Und Fidget Pass. Machen wir noch. Ich weiß eh nicht, wie lang der Part ist. Und der letzte war eh viel zu kurz, da kann der ein bisschen länger werden. Oh, wieder Yoshi Island Sprites. Das ist herrlich. Ich liebe Yoshi Island. Aber das sage ich eh in jedem Part. Hier, ich Koopa Shell nehme mal mit. Ich muss gerade Koopa Shell ganz komisch aussprechen, weil, keine Ahnung. Wir haben hier eine Feuerblume, will ich aber nicht. Ah, Mann, wie ich genau Select mit Rerun verwechsel. Das ist unglaublich. Ich hätte gerne... das ist Select, genau. Ich muss für das Let's Play extra die Tasten umlegen, weil ich keine Rewind-Tasten so belegt hatte vorher, weil ich das nie verwendet habe. Außer für Kaiser und so, aber das besaß ich alles nicht mehr, die Einstellung. Und hier ist dieses tolle Lied, das ist auch echt Hammer. So, da muss ich echt zustimmen von den hier Reviews, die ich dazu gelesen habe, zu dem Hack. 90% aller Fälle passt die Musik perfekt zu der aktuellen Lage. Okay, und hier ist noch ein separater Block oder so vielleicht? Ach ne, da war ja von ein Stück Trampolin, das brauchen wir nicht, weil wir haben Superkräfte, wir können fliegen. Und das war ein Double Kill. Und wir springen trotzdem, obwohl wir fliegen können. Nimm mal mit halt, können wir vielleicht irgendwo cheaten. Oh, wir fliegen das ganze Level, wie ich es gerade mache. Und das Ziel, hoffe ich. Oh, schön gefärbte Äpfel, und das ist das Ziel schon. Und wir kriegen eine Feder, nice! 69. Zweite Tick-Anspielungen sind erlaubt. Und ein Höhenlevel. Hoffentlich kein Scrolling-Level. Rhyme Passageway. Rhyme kenne ich nicht und Passageway heißt, warte mal, Passage und Way sind doch fast dasselbe. What? Passagenweg, Höhenweg, keine Ahnung. Wieder die
Ey, das ist von dem Intro des Spiels, die, hier, die Welt, die am Intro des Spiels kam, im Startmenü. Okay. Der ging irgendwie ja rechts lang, wenn ich mit da mal durchpassen würde, aber Mario ist schon mehr so fett. Der hat sich hier durchgemacht, dann, da ist ein Mancher. Den hat er ausgenockt, den will ich auch mitnehmen. In die Röhre konnte man nicht, gut, unten lang. Wir gehen durchs Wasser. Lululul, ey. Da lang. Und die Feuerblume haben wir eine, das heißt, wir holen uns nicht extra noch eine. Für den Yoshi-Coin gehe ich. Fuck. Da war aus dem Yoshi. Ich finde nicht noch eine Feuerblume, das heißt, die lassen wir am besten liegen. Die lassen wir da vergammeln. Und ich will den Yoshi jetzt da unten. Ja, yeah, wir kriegen einen Yoshi. Einen gelben. Dann ist der rote ja fast wieder bei uns. Also, wir hatten ja vorher den roten, aber ein gelber ist auch ganz toll. Der tut wenigstens nicht alle Gegner gleich verbrennen. Und der kann eine tolle Stampfattacke, also. Yay. Wie komme ich mit dem da zur Hölle hoch? Kann man die jetzt Trampolin irgendwie verwenden? So geglitscht teilweise. Oder so. Wupp. Und wupp. Und was zu essen. Und wir gehen nach unten. Und ich werde nicht, dass Yoshi groß ist. Ich will nicht mehr tragen. Zack. Kann er essen? Kann er doch essen, oder? Ja. Tada. Wir haben einen neuen Yoshi. Da. Den kann er hoffentlich essen. Kann er. Okay. Dann gehen wir jetzt hier lang wieder. Und ich glaube, dafür brauchen wir Yoshi. Also. Ah ja, mit Yoshi konnte man auf den Dingern so komisch rumhüpfen. Ich krieg grad den Sprung nicht hin, verdammte Kacke. Upp. Ich bin verwirrt. Na komm schon, so schwer ist der nicht. Da sind Kaisersprünge sogar anspruchsvoller. Und können wir hier einen Voyager machen? Bitte sag ja. Bitte. Ach, warum muss uns das Spiel immer alles schwer machen? Können wir erstmal hier lang, würde ich sagen. Ein Safe State wird so doch in die Richtung zuerst müssen, in die andere. Zack, zack, zack. Und da lang. Dich nehme mal mit. Ich hab gesagt, ich nehme mal mit. Yoshi! No, wo rennst du? What the? Was will ich damit? Ich will Yoshi. So. Unglaublich. Okay, na. Ach, Mann, in der Höhle ist Yoshi echt schwer zu steuern. Also ich meine jetzt hier auf Eis, weil das rutscht ja alles. Spring mal. Whoop. Und jetzt können wir endlich stampfen. Und wartet mal, das können wir doch, glaube ich, glitschen. Ach nee. Ach so, das war eine rote Schildkröte. Okay, ich wollte gerade sagen, warum er Feuer spuckt. Aber naja. Es passt schon irgendwie alles und naja, es wird schon. Und ich habe halt überhaupt, naja, und das will ich unbedingt weglassen, weil ich hasse es, mich zu wiederholen. Da können wir rein. Yes. Und die gelbe Röhre passt zum gelben Yoshi. Wuhu. Dich essen wir. Das war fast gekonnt ausgewichen. Warte. Geht doch. So ein nerviger. So. Dann hier hoch und dich essen wir. Oder auch nicht. Leute, war unverwundbar. Achso, der war aus Eis, natürlich. Das ergibt alles irgendwo Sinn. Whoop. Ich will nicht oben lang, ich will unten lang. Ach Gott. Ey, ich will Yoshi nicht zurücklassen. Wir brauchen etwas, mit dem wir das austricksen können. Den wollte ich eigentlich nicht essen, aber okay. So sein Schicksal. Und ich glaube, das hier können wir auffeuern. Was ist hier unten? Ein Stern. Also nicht ein Stern, ich meine so ein Zufallsdinger. Und wir haben den Stern, aber schneiß. Und wir haben eine Ranke, unnötig. Ich habe keinen Plan, was wir... Also ich will Yoshi jetzt nicht hier wieder zurücklassen, weil den haben wir gerade erst wiederbekommen. Yoshi, ich muss auf Wiedersehen sagen. Ciao. Das Let's Play ist wichtiger. Es tut mir leid. Zack. Und, oh, nicht sowas. Ich hätte Safe State setzen sollen. Wupp. Okay, es war nicht so schwer. Und das Ziel. Wir konnten Yoshi trotzdem nicht mitnehmen, das ist echt schade. Und, whoop. 25. Wir haben ja fast schon mit dem Bonus-Gamefall dabei, hatten wir gerade erst da eins. Unglaublich. So. Glacier machen wir auch noch. Und das vierte Schloss heben uns für den nächsten Part auf. So. Den verschmelzen. Ich will die Feuerblumen nicht, verdammte Kacke. Kann ich hoffentlich umgehen. Whoop. Nein, scheiße. Yes, ich kann noch so weit rewinden, dass es nie existiert hat. Gutes Ding. Oh ja, hier läuft wieder diese Musik, die ist Hammer. Irgendwie hat was. Und sie passt natürlich zur Eisumgebung, super. Gleich muss auch losgehen, dieses dünn, dünn, dünn. Und den Bomben brauchen wir, glaube ich, nicht. Erstmal. Nein. Fuck. Komm mal du her. Mann, warum? Ich will doch nur auf die raufspringen. Genau so, ich will es dann. Und dann, bam. Okay, es funktioniert nicht.
du stirbst Bomben, Bruder, oder ich weiß nicht, wie ich ihn nennen soll, aber wow, der Pit sieht echt cool aus jetzt oben mit diesem halb geschmolzenen. Bis jetzt ging die Musik immer noch nicht los. Ich will, dass die Musik epic wird. Geht doch. Und da sind wir hängen geblieben, schade. Und die haben wir verloren. Will ich aber behalten, weil in dem Eislevel kann man das Feuer so gut verwenden. Kann man nicht rein? Ah, fuck, da haben wir uns von der Keto treffen lassen, aber ist egal. Jetzt tun wir nicht nochmal rewind nur für das Ding. Und das war ein großer Fehler von mir. Weil ich wollte den Anzug sehr gerne behalten. Fuck den Shit, das ist das Ziel. So, und noch ein Bonus-Game zum Schluss. Das war jetzt, glaube ich, schon das zweite Bonus-Game in diesem Part. Unglaublich. Und ich habe gerade schon mehr unglaublich gesagt. Das habe ich vorhin dreimal schon gesagt, aber achten wir einfach nicht drauf, wo ist die Feuerblume? Hier so. Okay. Sternenfeuerblume gemischt ist auch toll. Das sind 1, 2, 3, 4, 5. Ne. 1, 2, okay, sind 3. So. Dann wäre das es für diesen Part erstmal und wir sehen uns im nächsten Part mit Wendy's Pipe Palace. Wendy's Röhrenpalast. Und das klingt schon nach einem Puzzle, also Röhrenpuzzle. Bis zum nächsten Mal. Ich bin der Koro Tsuno. Das ist Marius Amazing Adventure. Tschüss.